Ralf Stegner, stellvertretender SPD-Vorsitzender, willkommen bei N24. Fangen wir aber mal vorne an, bei der Wahl, kurz nach der Wahl, da gab es ein Zitat, ich habe es ein bisschen verkürzt, Merkel weg und Staatsnotstand, dann vielleicht doch eine Wiederauflage. Das hat Thomas Oppermann gesagt, kurz nach der Wahl. Ich meine, Punkt 2 ist schon mal erfüllt. Und nun? Naja, also ich sag mal, die Wählerinnen und Wähler, und die sind ja der Souverän in Deutschland, die haben gesagt, 12% weniger für die Parteien der Großen Koalition. Das war das Votum am Wahlabend. Das ist jetzt nicht ein Aufruf zu sagen, einfach weiter so. Und deswegen hat die SPD erklärt, in dieser Situation machen wir nicht weiter in der Großen Koalition, sondern unsere Aufgabe ist in der Opposition. Im Übrigen verhindern wir damit auch, dass die Rechtspopulisten die Opposition anführen im Deutschen Bundestag, was auch keine gute Sache wäre. Jetzt haben wir erlebt am Sonntag, dass die Gespräche zur Sondierung für die Schwarze Ampel krachend gescheitert sind. Dafür hat die Verantwortung Frau Merkel, die angeführt hat. Und jetzt einfach zu sagen, jetzt nehmen wir mal als Reserverat wieder die SPD, das finde ich ist ein bisschen einfach. Naja, Sie haben aber gerade von der Situation einfach so gesprochen. Die ist eben nicht mehr einfach so. Sie haben es gerade gesagt, und wir wissen das alle, Jamaika ist krachend gescheitert. Und nun stellt sich doch die Situation völlig neu dar. Wo soll es denn hinlaufen, Herr Stegner? Ja, aber die Wählerinnen und Wähler, das Votum hat sich doch nicht geändert. Wir haben auch keine Staatskrise. Wir haben eine geschäftsführende Regierung, die arbeitet übrigens gut. Die SPD stellt sich ihrer Verantwortung dort. Der Strom fließt, wir haben keine Unruhen im Land. Es ist also nicht so, dass man sagen könnte, wir seien jetzt in einer Staatskrise. Und man muss jetzt die Gespräche führen mit dem Staatsoberhaupt, mit Frank-Walter Steinmeier und den anderen. Aber ich wundere mich ein bisschen, wie schneidig Parteien wie die FDP auftreten, die sich einfach vom Acker machen und sagen, jetzt müsste das die SPD tun. Wir haben ja Verantwortung übernommen. Und keine Partei übrigens hat in der Geschichte der Bundesrepublik so viel staatspolitische Verantwortung übernommen wie die SPD. Also uns muss man das wirklich nicht erklären. Aber ich finde, simpel zu sagen, da geht jetzt der eine von der Bühne und dann war es das, obwohl die eine Mehrheit haben und immer erklärt haben, Große Koalition tauge nichts, man müsste dann eine andere Alternative suchen. Ist ja jetzt auch nicht so, dass die SPD das fordert. Es ist ja nur eine Option. Ich meine, was haben wir noch für eine Option? Eine Minderheitsregierung und Neuwahlen. Was davon favorisieren Sie denn? Weil eine geschäftsführende Regierung ist ja auf Dauer auch nicht haltbar. Nicht auf Dauer, deswegen muss man die Gespräche führen. Und natürlich streben wir keine Neuwahlen an. Das wäre ja auch verrückt, Neuwahlen anzustreben. Man kann ja den Wählern nicht einfach sagen, wir wählen so lange, bis uns das Ergebnis passt. Wir streben das nicht an, aber wir fürchten es auch nicht. Die Verantwortung ist bei allen Parteien nur zu sagen, jetzt muss es wieder die Große Koalition werden, obwohl die Wähler klar gesagt haben, da gibt es ein großes Minus, das wollen wir nicht. Das kann ich gar nicht erkennen, wo bleibt eigentlich der Druck auf die Parteien, die uns wochenlang mit Winkbildern hier von der parlamentarischen Gesellschaft vom Balkon erfreut haben und jetzt einfach sich vom Acker machen und sagen, jetzt muss da einfach die SPD ran. Mal ganz ehrlich, die Ausgangsposition für die SPD ist doch günstiger wie selten. Sie werden hier zu viert, das fängt ja schon an, zum Beispiel Rentenreform, die da rübergereicht wird von der Union. Ich meine, man ziert sich noch ein bisschen und dann bestimmt man die Spielregeln. Wo ist das Problem? Aber parteitaktische Lockrufe. Den Lockrufen zu folgen, das kennen wir aus der Geschichte, ist meistens nicht besonders schlau. Ich finde nicht, dass Parteitaktik jetzt dominieren sollte, sondern die Überlegung, was ist gut für dieses Land. Und gut für dieses Land scheint mir zu sein, dass alle noch mal in sich gehen und darüber nachdenken und Gespräche miteinander führen. Und man nicht einfach sagt, jetzt muss das weitergehen, obwohl die Wähler das ja nicht wollten. Aber was bleibt denn dann, Herr Stegner? Das werden wir sehen. Das ist aber ein bisschen wenig jetzt. Also ich meine, da muss ja auch die SPD letztendlich eine Position haben. Und nur aus Gesichtswahrung, auch das ist Parteitaktik, zu sagen, wir gehen nicht wieder in eine große Koalition. Entschuldigung, der Bundespräsident hat gesagt, die Parteien sollten jetzt mal an das Land denken. Was macht die Bundeskanzlerin als allererstes, Frau Merkel, geht in die ARD und sagt, sie sei die nächste Spitzenkandidatin der CDU. Was ist das für ein Umgang? Da war die SPD im Vergleich staatspolitisch sehr, sehr zurückhaltend. Ich sage nochmal, wir wünschen uns keine Neuwahlen, wir wollen die nicht herbeiführen. Ob es dazu kommt, wird man sehen. Dann fürchten wir sie nicht. Aber der Punkt ist jetzt zunächst mal, dass Gespräche geführt werden. Und wir haben in Europa viele Varianten, was passiert. Deutschland ist sehr stabil. Man muss sich nicht fürchten, dass hier Chaos entsteht. Ob es eine Minderheitenregierung wird, was dabei herauskommt, wird man sehen. Die SPD stellt sich diesen Gesprächen in aller Solidität und Nüchternheit. Aber wir sind jetzt nicht diejenigen, auf die mit dem Finger gezeigt werden muss. Ihr müsst jetzt ran in die GroKo, was anderes gibt es nicht. Muss ja auch nicht. Ist ja vom Prinzip wirklich nur ein freies, offenes Nachdenken, miteinander sprechen, Optionen ausloten. Nun haben wir aber auch innerhalb der SPD die Diskussion, vielleicht ja doch. Was sagen Sie denn den Genossen und Genossen? Naja, also ich sag mal, wir haben ja erlebt in den letzten Wochen und Monaten, dass die Entscheidung zu sagen, wir gehen nicht in die Große Koalition, ganz große Zustimmung in der SPD hatte. Und auch in der Bevölkerung ist es ja nicht so, dass die gegenteilige Meinung überwiegt, wenn ich die Umfragen richtig deute. Dass sich Einzelne immer anders äußern, das ist in der großen Partei so. Ich glaube, dass jetzt wichtig ist, nicht parteitaktische Bewegungen anzustellen, sondern die Gespräche in Ruhe zu führen.
Der Bundespräsident hat jetzt zunächst mal das Wort. Andere Parteien sind auch gefragt. Auch die, die die Wahlen gewonnen haben, müssen sich ihrer Verantwortung stellen. Und am Ende richtet sich auch der Blick auf Frau Merkel, was die eigentlich will und was sie eigentlich tut. Wenn Sie sagen, Gespräche in Ruhe führen und noch mal so ein bisschen sondieren und gucken, was möglich wäre, mit wem ist denn die SPD gerade im Gespräch? Oder wartet die, dass jemand auf die SPD zukommt? Nein, wir sind jetzt nicht die Ersten, die sozusagen auf andere zuzugehen haben. Unser Parteivorsitzender hat morgen das Gespräch beim Bundespräsidenten. Und da teile ich ja die Einschätzung, die es heute gegeben hat. Das führt man in aller Ruhe und schaut dann, was dabei herauskommt. Und dann wird es Gespräche mit anderen Parteien auch geben. Nur noch mal einfach zu sagen, die einzige Lösung, weil die Partei taktisch anderen in den Kram passt, ist jetzt die Verlängerung der Großen Koalition. Das hieße den Souverän nicht ernst nehmen. Die Wahlen sind gerade mal 2 Monate her und haben die Wählerinnen und Wähler klar gesagt, 12% minus für die Große Koalition. Wer sich eine Fortsetzung wünscht, der macht das anders. Und da muss man anders zu sagen. Wer möchte, dass die SPD in die Regierung kommt, der könnte sie ja wählen. Und unser Wahlergebnis war leider nicht so. Ja, war nicht so, aber das würde dann tatsächlich wieder auf Neuwahlen hindeuten, um eben für die SPD herauszubekommen, ist sie noch tatsächlich regierungsfähig oder nicht? Wir sehen ja in Europa, dass es sozialdemokratische Parteien gibt, die einstellig sind oder die sich nach rechts wenden, wie in Österreich oder Dänemark. Das kann nicht unser Ziel sein, sondern wir müssen die Alternative sein zur Politik der Union. Wir stellen uns gerade dafür auch auf, als Volkspartei Mitte links gegen die Volkspartei Mitte rechts. Und im Übrigen, wenn die großen Parteien sich unterscheiden, dann hilft es auch gegen die Extremisten von links und rechts. Wenn wir ständig in großen Koalitionen stecken, werden die immer stärker. Man sieht das ja, die wären jetzt schon die größte Kraft nach der SPD im Deutschen Bundestag. Das kann man sich nicht wünschen für dieses Deutschland, das das größte Land in Europa ist. Herr Stenger, eine Frage noch, die habe ich auch Christina Lewinsky gestellt. Natürlich gibt es auch innerhalb der Partei, der SPD, durchaus Ambitionen, vielleicht eine Neuauflage, auch wenn sie nicht unbedingt geliebt und gewollt ist. Weil ich meine, da hängen ja auch Positionen, da hängen ja auch Entwicklungen bzw. Karrieren dran. Gut, aber ich sag mal, allen Ernstes, weder Parteitaktik noch persönliche Karrieren können noch den Ausschlag dafür geben, was jetzt geschieht in Deutschland. Die SPD ist die älteste demokratische Partei. Es muss darum gehen, was ist für das Gemeinwesen am besten und wie setzt man das am besten um, was der Souverän, die Wählerinnen und Wähler gesagt haben. Die haben jedenfalls gesagt, ein Weiter-so wünschen wir uns nicht, sonst hätten sie nicht 12% minus für die Parteien der Großen Koalition ausgesprochen. Ralf Stegner, danke schön für das Gespräch. Danke. Sehr gerne.